Da ich diesmal den Weg kannte, hat es nicht so lange gedauert. Der Spiegel hier macht immer noch nichts. Ja, jetzt renne ich hier nochmal durch, was ja zum Glück nicht ansatzweise so schlimm ist. Okay, ich muss sagen, wenn man den Weg kennt, ich habe jetzt auch nur 3-4 Minuten gebraucht. Übrigens, hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Ich war gerade dumm genug zu denken, ich hätte einen Cut in der letzten Folge gesetzt. Willkommen zu einer neuen Folge. Ruby Destiny Rescue Rangers, bei mir läuft und ich glaube, ich bin falsch, weil letztes Mal war ich nicht hier. Und letztes Mal war ich ja richtig. Tolle Begrüßung jetzt insgesamt. Ich habe mir echt eingebildet gerade, ich hätte einen Cut in der letzten Folge gesetzt und nicht eine neue Folge begonnen. Naja. Im letzten Part gab es wieder 2 Bosskämpfe innerhalb von ungefähr 3 Minuten, die beide nicht schwer waren, was mich fucking gewundert hat. Das 1v1 gegen Angelalen, wer sich noch dran erinnert, hat mich zerstört. Aber, das 2 gegen 2 gegen Angelalen und Devihel, das war relativ einfach. Okay, hätte Angelalen häufiger den Himmelsbeam benutzt, hätte ich keine Chance gehabt. Das Ding hat alles gewonnen-hittet, auch wenn ich ein gutes Stück drüber gelevelt war. Aber wenigstens mache ich mir jetzt auch keine Sorgen mehr, dass ich underlevelt bin. Ich meine, wenn der Boss 20 und 22 hatte. So, hier bin ich. Hier konnte ich letztes Mal nicht rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, was los ist hier drin. Falscher Knopf. Ich brauche logischerweise Blitz. Und hier wird auch wieder, weil wir in der Höhle sind, eher Gestein vorhanden sein, weshalb Dratini eine schlau... Irgendwie muss ich sagen, vom Aufbau her kommt mir die Höhle ein bisschen bekannt vor. Ich kann nicht flüchten. Aber okay, mir kommen alle Höhlen bekannt vorgefühlt. Und es ist so unnötig, dass du mich nicht fliehen lässt, Alter. Es ist so unnötig. Hilfe. So, mal gucken, inwiefern mich die Viecher hier jetzt noch belästigen. Hier muss ich jetzt offensichtlich durch ein Labyrinth. Ein bisschen wie in der Mineralhöhle, aber das Labyrinth ist anders aufgebaut, aber eher sogar einfacher. Echt jetzt? Das ist Cresselias andere Form. Die habe ich schon mal bekämpft. Das Ding hatte nur einen normalen Angriff. Und das war verwirrend. Kommt es schon wieder zu einem Bosskampf, der vermutlich keinen Sinn ergeben wird? Oh, ihr seid's. Ich glaube, ihr habt's echt ernst gemeint, als ihr gesagt habt, ihr wollt den Schatten aufhalten. Ich kann nicht weitergehen. Alles hat eine negative Aura, was mir Kopfschmerzen bereitet. Ich sollte euch wissen lassen, dass die Elementwächter sehr aggressiv sind. Und Angelalen, genauso wie Devihel, beschützen diesen Berg. Ihr solltet vorsichtig sein. Auf jeden Fall viel Glück. Alles klar, klasse. Oh Gott, ich hab's schon ge... Muss ich jetzt gegen alle Elementwächter kämpfen? Ich habe halt auch keine Ahnung, ob es ein Duokampf ist. Es sieht relativ offensichtlich aus, dass der Wasserwächter direkt da ist. Und dann tue ich nochmal den Opeler an die zweite Stelle. Ach so, es sind nur die zwei. Ich habe gedacht, da würde auch noch Amorswan stehen.
Halt, stopp! Ihr könnt ihr nicht mehr weiter. Ja, Doppelkampf. Dann habe ich eine gute Wahl getroffen. Thunderbolt, Wing Attack. Wow. Sind die irgendwie... Das hat ja beide getroffen. Ich wollte mich gerade aufregen, dass die KI so blöd ist, weil sie mit einer nicht sehr effektiven Pflanzenattacke Schwalboss angreift und mit einer Eisattacke dann Pikachu. Aber naja, der Bosskampf ist auch wieder rum. Was ein spannendes Ding. 5000. Waren das Aquadine und Klausid? Nein. Sicher nicht. Sie waren natürlich verflucht. Wenn wir den Schatten besiegen, dann werden sie frei, ne? Das sagte Stalos. Hoffentlich hat er recht. Lass uns vorangehen. Sag mal, was ich mich gerade so frage, bin ich jetzt eigentlich beim Finale? Ist das hier das Finale oder... Waren da unten weitere Elementwächter? Ja. Muss los. Da kommt mir einfach so ein wildes Akani entgegen. Da muss ich nicht nur los, da muss ich nach Afrika. Ich muss leider sagen, mir sagt gerade der Sprite da rechts, links von den Viechern. Der rechte sagt mir gerade nichts, ich glaube aber, ich habe das Ding schon mal getroffen. Ist das links Armor Swan? Ich bleib mal bei der Aufstellung. Und save. Halt, stopp. Genau dieselben Dialog. Nee, Spire, das ist was ganz anderes. Der Sprite of the Overworld sah ein bisschen so aus. Feuer und Eis, würde ich denken. Wobei Eis natürlich für Schwalboss nicht so toll wäre. Ich greife einfach mal mit beiden denen an. Das müsste reichen, dann darfst du den machen. Oh, das Ding da links kassiert einiges. Ja, schön. Das hilft dir jetzt viel, dass du meinen Mon gewechselt hast. Diese spannenden Bosskämpfe. Die beiden auch. Also waren die vier Elementwächter verflucht. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen den Schatten stoppen. Mal ernst, das hier riecht irgendwie schon nach Finale. Wäre aber ein bisschen plötzlich, oder nicht? Hier ist ein Heilstein. Schon wieder? Ich habe Angst, dass sie dieses Mal mehr drauf haben. Letztes Mal haben sie nur Kacke gemacht, aber ich habe trotzdem verdammt Respekt vor noch einem Kampf. Und die Spawnrate von den wilden Keks hier. Also heute kommen wieder einige Bosskämpfe. Mal gucken, ob der hier jetzt schwerer wird. Ich bewundere eure Stärke und eure Courage, damit, dass ihr es sogar hierhin geschafft habt. Wie auch immer, jetzt gibt's wieder auf die Schnauze. Haben sie gelevelt? Ja, Devi hält 2 Level, Angeleien 1. Na dann. Donnerwelle, Angeleien. Oh Gott, das macht nix. Ich hab mich schon gewundert. Schwalboss hat gerade den Himmelsbeam überlebt. Dann auch auf dich, Thunderwave. Und den Quatsch. Hat natürlich trotzdem getroffen. Scheiß Drachenart.
damit kann ich Devi Hell ausschalten. Was ist Swift? Ah, Stern-Ding ist da. Brauche ich nicht. Nein. Ja. Federtanz. Dann nutzen wir jetzt mal Drachenwut und Psychokinese. Und das war es erneut. 9000. Warum? Das kann nicht stimmen. Halt's Maul, Endivir. Sie hören uns eh nicht zu, egal wie wir es ihnen erklären wollen. Lasst uns weitergehen. Okay, auf zur Bergspitze. Was ist hier los? Was ist dieser Ort? Wir sollten eigentlich auf der Spitze der was auch immer Höhle sein, aber wo sind wir? Wow, die Sterne sind toll. Das ist jetzt nicht die Zeit, die Sterne zu beobachten, denn die wir... Aber stimmt doch. Vielleicht sind wir im Weltall. Weltall? Ja, sieht schon so aus, aber wir können atmen. Außerdem können wir auf festem Boden laufen. Und wir können keinen Boden... Auch wenn wir keinen Boden sehen können. Ja, das stimmt schon. Ja, stimme ich auch zu. Was war das? Ich habe keinen Bock, es rauszufinden. Ich glaube, das ist der Schatten. Lass uns weitergehen. Oh nein. Ist das jetzt der finale Bosskampf? Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Ist das der Schatten? Er greift an. Das wäre doch ein bisschen plötzlich für den finalen Bosskampf, oder nicht? Zwei Dinge. Mhm. Wahrscheinlich. Ich würde das jetzt gerne hinterfragen, aber meine Meinung interessiert hier vermutlich sowieso keinen. Ja. Bruder muss los. Tschüss, Pikachu. Scheiße. Das Tolle ist ja, meine Psychokinese richtet nicht mal sinnvoll was aus. Oh doch, das macht viel mehr, als ich dachte. Das heißt, ich habe eins von den Viechern down. Alter, krieg ich jetzt etwa den Kampf auch so leicht hin? Ja, Schwalbos ist noch tot, aber... Ey, das macht doch gar nichts. Ich hab gewonnen. Das Ding ist tot. Ja. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel, Leute. Ich hab gewonnen. Nur 2000 willst du mich verarschen? Ich hab grad zwei Giratinas verprügelt. Was? Es ist immer noch da. Es hat nur seinen Schatten genutzt. Und jetzt greift's wirklich an. Grrr. Wirklich. Also ist das dann jetzt der finale Boss, oder? Ich bin eh verwirrt. Nee, das kann wer anders bekämpfen. Ich muss los. Ich bin wieder da, Leute. Und warum glaube ich nicht, dass ich in diesem Kampf eine reelle Chance habe? Natürlich! Ich habe noch den Damage vom Vorkampf! Das ist ein frickin' Gag. Also, ich brauche auf jeden Fall Max Revive. Use. Es kann vermutlich wieder Antikraft. Hier, du hast gerade tatsächlich gut gekämpft.
du kriegst, oder? Hi, lohnt sich eine Zitrusbeere? Ich glaube, ich sterbe trotzdem. Ja. Es ist zwar ein Hit immer. Komm, der Tank geht raus. Ich weiß, wie ich den Kampf gewinnen kann. Ich belebe jetzt tatsächlich erstmal so viel zum Tank. Gut, dass ich das so gemacht habe. Jetzt hau ich einen auf Dratini. Chip so keinen Damage. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich krieg einen Dragon Rage, hoffentlich. Doch nicht. Tschüss. Mann, Dratini, du dummer Kek! Okay, okay. Keine Panik, ich hab den Kampf noch unter Kontrolle. Du kannst am besten tanken. Ich nutze noch ein Max Revive. Jetzt setze ich erst Dratini ein. Jawohl, Treffer. Nein, hätte ich getroffen, dann wäre das gewonnen. Aber wenn ich jetzt verliere. Nein, nicht dummer. Alter. Oh Gott. Das ist mir ein klein wenig knapp. Scheiße, scheiße. Ey, komm, no risk, no fun. Alles oder nichts. Ja! Stirb! Wenn jetzt noch ein Bosskampf kommt, da hinten, meine Tür wartet auf mich. Und das gibt 1600 Gold, willst du mich verarschen? Okay, er ist weg. Aber das heißt, es war nicht das Finale, oder? Er ist weg, oder? Ich kann's nicht glauben. Wir haben den Schatten besiegt? Das war schwierig. Aber es sieht aus, als hätten wir's. Ich will eigentlich nicht fragen, aber der Berg stürzt ein. Was? Wir müssen hier raus. Und so wurde der Schatten der Zerstörung in den Herzen verursacht hat, gestoppt und die Helden sind zurück und brachten den Frieden in der Region zurück. Nachdem sie den Schatten besiegt haben, sind sie zurück in die Gilde gereist und haben jeden über ihren Erfolg berichtet. Die Neuigkeiten haben sich über ganz Hever verteilt. Und die, die sie gehört haben, haben Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft gewonnen. Rainbow Shade in Kitty Cave, der Ort, wo alles passiert ist, ist nun in Frieden und es sind Erinnerungen an den friedvollen Tag. 2 Wochen später passiert noch was, oder? Also das ist der Ort, wo das alles passiert ist. Schade, dass ich es nicht selber gesehen habe. Aber zu wissen, dass es zu Ende ist, macht mich glücklich. Günther und die anderen. Vielleicht soll ich ihnen persönlich danken. Es war klar. Was war das? Ist das der Schatten? Na, okay. Dann werde ich dich besiegen. Oh, hä? Ich zitiere vor 2 Sekunden. Sie sind zurück zur Gilde gereist. Und jetzt bin ich nicht in der Gilde, sondern im Pokémon Square. Alter, ich glaube immer noch nicht, dass ich diesen Kampf gerade gewonnen habe. Es war so freaking knapp. Warte, was? Mein Geld? Ich glaube, ich werde nicht so bald wieder Probleme bekommen. Hier kommen 20. Habe ich noch genug Zitrusbeeren? Keine Ahnung, ich gönne mir einfach. Ich könnte mir 63 holen, brauche ich aber nicht. Alter, ich bin reich. Geil. Ich weiß, dass ich noch relativ viele habe, so 9 Stück noch.
bisschen Geld. Habe ich eigentlich... Habe ich noch was zum Verkaufen? Den will ich eh nicht nutzen. Nee, mehr nicht. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ich werd nie wieder an euch zweifeln. Ja, ich muss jetzt wieder Missionen machen, oder? Team Go-Getters, ihr seid jetzt als Helden bekannt. Ihr habt die Heva-Region vom Schatten gerettet, danke. Referna wurde informiert und sie will euch in Oceaner Island sehen. Aber davor, Porygon 2's virtuelle Welt wurde gefixt und jetzt kannst du die Party-Member switchen. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr ein paar Pokémon rekrutiert habt, könnt ihr sie auch mitnehmen. Echt? Können wir auch uns selbst austauschen? Ja. Und du kannst ein... aber ihr könnt natürlich auch mitkommen. Sie brauchen sicher noch Hilfe. Also, auch wenn all eure... Also, ihr könnt immer noch da irgendwie mitkommen. Also, sie können dann das ganze Kämpfen übernehmen, während ihr nur zuguckt. Ihr könnt jetzt eben die Welt besuchen, also... Achter Orden! Danke. Wow, der letzte Orden. Cool. Jawohl. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Und jetzt könnt ihr auch andere Pokémon rekrutieren. Danke, yay. Ja, danke, glaube ich. Okay. Hier ist das... Hi. Die friggin' Virtual World. Und das ist ein bisschen unnötig, oder nicht? Mann, habe ich viele Mons. Heißt das, ich könnte hier jetzt theoretisch einen ganzen Pokédex vollklatschen? Einerseits fühlt sich das im Moment irgendwie so an, als wäre jetzt das alles noch Postgame, aber diese eine Szene mit dem Schatten gerade, das muss was zu bedeuten haben. Wo soll ich jetzt hin? Nein. Ja, da bin ich bereit. Dann, ihr müsst im Norden vom Mount Crystal. Oh, ich bin sogar instant. Das hat ja lange gedauert, aber... Ah, nee, das ist kein Heilstein, sondern ein Teleporter. Na dann. Trotzdem vertraue ich dem Ganzen nicht. Go-Getters, richtig? Ich bin Briefana. Wächterdrache des Lebens, Steve, Mark, Rose und Günther. Ihr wurdet hier in diese Welt gesendet, weil die Balance der Natur in beiden Welten am zerstört worden war, wegen einer unbekannten Kraft. Diese Macht kam vom Schatten, der aus dem Nichts erschienen ist. Warte, es gibt verschiedene Welten? Interessant. Also... Du sagst, dass wir hier aus Versehen hingesendet wurden? Das könnte sein. Zum Beispiel, in deiner Welt stand dein Haus in Sinister, wo in dieser Welt Sinister Woods ist. Das würde auch erklären, warum ihr vier separat hier gegangen seid. Ihr lebt nicht am selben Punkt in eurer Welt. Also das ist, sag mich daran, wir haben Juggernaut nicht gefunden. 2 Wochen, nachdem ihr den Schatten besiegt habt. Jagold, das Sandama, hat Rainbow Shade besucht, um den Ort zu sehen, wo ihr gekämpft habt. Das ist kein richtiger Deutsch. Er wandert immer ohne uns rum. Das heißt, er ist in Hevas Hauptinsel, oder? Nein. Nein? Was meinst du mit nein? Diese 2 Wochen Frieden... waren die perfekte Gelegenheit für den Schatten, um seine Stärke zurückzugewinnen. Bitte was? Das heißt, nachdem wir ihn besiegt haben, er hat sich nur versteckt und Juggernaut. Du hast gesagt, er ist dorthin gegangen. Heißt das, der Schatten, nachdem er seine Stärke zurückgewonnen hat, hat ihn angegriffen. Juggernaut. Aber er hat gewonnen. Was? Woo! Das heißt, ihm geht's gut, oder? Nein. Hä? Bitte was?
Der Schatten wurde besiegt, aber bevor Jagol den finalen Schlag machen konnte, hat der Schatten seinen Schatten besessen und seine Seele eingenommen. Das kann nicht sein. Dieser scheiß Schatten, Alter. Wir müssen ihn retten. Weißt du, wo er im Moment ist, Brafana? Das ist der Grund, warum ich euch hierher gebracht habe, dass ihr ihn rettet. Er ist im Turm des Schicksals. Außerdem im Turm des Schicksals, nachdem ihr den Schatten zerstört. Beide Welten werden stabil. Und wenn das passiert, wird der Turm des Schicksals der Weg zurück in eure Welt sein. Was? Aber... Schöner Dialog. Sie können wieder in ihre Welt. Dann heißt es, wenn wir den Ort erreichen, werden wir uns verabschieden müssen. Anscheinend. Ich weiß, es ist schwierig, die Wahrheit zu akzeptieren, aber ihr gehört hier nicht her. Naja, übrigens, hier in Oceania leben Shaman und Spryne-Fi. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, sie könnten euch helfen. Shaman sieht aus wie ein niedlicher kleiner Igelball. Die Beschreibung hat's gut getroffen, aber... Okay, das Finale steht noch aus. Da bin ich... Nope. Ich dachte, dieses scheiß Giratina war auf Level 40, um mir zu... was wollt ihr? Warum bist du hier? Ich dachte, das Ding ist einfach auf Level 40, damit der Kampf fucking schwer ist. Aber warum sind die wilden Pokémon hier jetzt auch so overlevelt? Hier lang, oder? Alter! Die Dinger hier sind broken. Ich werde hier ja komplett zerstört. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das Ding heilt sich einfach. Ich habe verfehlt. Danke. Wow. Ein Ding, das nicht völlig overlevelt ist. Sowas gibt's hier. Und ich glaube, Pikachu ist hier die erste Wahl. Hä? Jetzt auf einmal sinken die Level. Ibims verwirrt. Hä? Jetzt mal for real. Wo muss ich lagen? Doch da hinten. Die Levelkurve hier ist komisch. Du bist nur auf 21. Und überlebst mit einem KP. Hä? Ich dachte gerade, da kommt rein. Oceania Island ist ein Teil von den Whirl Islands der Johto-Region. Es ist außerdem der Ort, wo das Drachenkastel gestanden hat, bevor es in den Himmel geschwebt ist. Läuft. Warte, muss ich... Eine Surferroute. Das ist hoffentlich nur so gagmäßig jetzt, ne? Weil, ne? Und vor allem, wenn es hier nicht weitergeht, dann muss ich ganz weit los. Dann habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Okay, es geht weiter. Und ich will sagen, es geht weiter, aber in der nächsten Folge. Heute war schon ein krasser Bosskampf, aber das Finale steht noch aus. Wenn ihr dabei sein wollt,
dann lasst doch ein Abo und oder ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, müsst ihr ein Abo da lassen. Da hilft ein Like nicht viel, der supportet mich aber. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.